Die Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir haben eine Verantwortung für unsere Fächer und für die Qualität und für die Qualitätssicherung. Und deswegen machen wir das. Anfangs war mir gar nicht klar, was da auf mich zukommt. Neugier war, glaube ich, das Wichtigste. Ich wollte einfach sehen, wie es funktioniert, und das hat mich interessiert. Es ist super spannend zu lernen, was so die deutsche Forschungslandschaft einreicht, was sie machen. Und der Austausch mit anderen Kollegen von anderen Universitäten ist im Fachkollegium einfach genial. Man freut sich auf so ein Treffen, trotz der vielen Arbeit, wenn man das Gefühl hat, alle sind motiviert dabei. In dem Dreiklang Begutachtung, Bewertung und Entscheidung spielen die Fachkollegien eine zentrale Rolle. Ihnen obliegt mit der Bewertung die fachliche Qualitätssicherung der Begutachtung. Im schriftlichen Begutachtungsverfahren der DFG bewerten die Fachkollegien sämtliche Förderanträge auf der Grundlage der zuvor eingeholten Gutachten. Darüber hinaus sind Fachkollegiaten und Fachkollegiatinnen bei den sogenannten koordinierten Programmen der DFG bereits an der Begutachtung beteiligt. Als Mitglied der Begutachtungsgruppe sichern Sie auch dort einheitliche wissenschaftliche Bewertungsmaßstäbe. Wir sind verantwortlich für das Verteilen von Forschungsgeldern. Das heißt also, wir sind verantwortlich dafür, dass das, was an Anträgen reinkommt, fair bewertet wird. Und das finde ich das Schöne an das Fachkollegium. Es geht wirklich um diese Wissenschaft. Und wenn man dann die alle vergleicht, man hat 40 Anträge oder 60 oder 80, wo stehen die in diese größeren 80 Anträge? Und das versucht man so sachlich wie möglich auf Basis von Kriterien von Qualität, Innovation. Was ist vorher passiert? Was ist die Erneuerung in dieser Grant, die anwesend ist? Wie viel ist das im Vergleich zu anderen? Besonders in einer Welt, wo nicht nur an ganz verschiedenen Inhalten gearbeitet wird, sondern wo natürlich auch die Antragsteller sehr international sind und sehr viele verschiedene Backgrounds haben, aber auch die Gutachter und Gutachterinnen ganz andere Erfahrungen haben, muss man einen Weg finden, einen einheitlichen Standard dann zu fordern und auch fair dann die Antragsteller und Antragstellerinnen zu bewerten. Das Schöne ist ja, dass in Deutschland demokratisch gewählte Panels sind, was es in kaum einem Land gibt. Also das heißt, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Deutschland forschen, können wählen bei der DFG, die Fachkollegien, deren Zusammensetzung beeinflussen. Also es ist ein sehr viel demokratischerer Prozess, als zum Beispiel in den USA oder Großbritannien oder in Österreich der Fall ist. Ich halte dieses System der Bewertung von Forschungsanträgen für nahezu optimal. Einfach deswegen, weil das so eine Art Bottom-up-System ist. Also es kommt aus der Community selbst. Das sind die Leute, die sich wissenschaftlich auf relativ hohem Niveau mit allen möglichen Fragen befassen, die das also sehr gut beurteilen können, die auch sonst keine anderen eigenen Interessen mit einfließen lassen, sondern das ist ein urdemokratischer Prozess eigentlich. Und das finde ich fantastisch. Rund 150.000 promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschen Wissenschaftssystem sind zur Wahl der mehr als 600 Fachkollegiatinnen und Fachkollegiaten berechtigt. Die direkte Wahl ist der zentrale Baustein im System der wissenschaftlichen Selbstverwaltung durch die DFG. Sie wird seit 2007 als Online-Wahl durchgeführt. In ihrer Amtszeit bestimmen die Mitglieder der Fachkollegien nicht nur mit, wie die DFG-Fördergelder verteilt werden, sondern beraten auch den Senat und Hauptausschuss in wichtigen Grundsatzfragen. Also diese offene Diskussion ist, glaube ich, für die Wissenschaft sehr wichtig. Es gibt ja keine Vorgaben, wonach sich die Inhalte richten müssen. Das heißt, die Antragsteller und Antragstellerinnen kommen wirklich mit ihren eigenen Ideen, und wir können uns dann in dem Sinne ganz demokratisch im Gremium uns über diese Inhalte kümmern, ohne dass es, sage ich mal, von oben präskriptiv gewisse Themen gibt, die jetzt bevorzugt sind oder gefordert sind. Die Fächerstruktur der DFG bildet die gesamte Breite und Vielfalt der Wissenschaften ab. Sie schafft auch die Basis für die Begutachtung und Bewertung interdisziplinärer Forschungsansätze. Vor jeder Fachkollegienwahl werden die Fächer anhand aktueller Rückmeldungen aus der Wissenschaft überprüft und angepasst. Dies bestimmt auch den Zuschnitt der Fachkollegien. Wo sinnvoll, können sich Fachkollegien in Sektionen aufteilen oder in Fachforen vereinen, um jeden Antrag effektiv in einem optimalen Rahmen bewerten zu können.
Es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist Arbeit. Ich würde jetzt nicht lügen. Es ist wirklich ordentlich Arbeit. Viermal pro Jahr muss man das vorher schon wirklich einlesen in diese Grants und so weiter. Aber ich finde, für mich ist die Bereicherung auch diese Interaktion mit diesen Kollegen. Und gleichzeitig, dass das Fachkollegium genutzt wird für Meinungsbilder innerhalb der DFG. Wir nehmen uns auch immer wieder Zeit, bestimmte Grundsatzfragen zu diskutieren, um uns klar zu werden, wie stehen wir zu Gleichstellung und Diversitätsfragen, wie stehen wir zu Resilienz- und Nachhaltigkeitsfragen. Das heißt, um sich zu vergewissern, wo stehen wir und was ist gute Wissenschaft. Man hat oft lange von der Community und auch von anderen, die das vorher gemacht haben, profitiert, dass also Anträge entsprechend gut bearbeitet werden, dass man dann gefördert wird. Und man gibt halt was zurück. Und das ist unsere Aufgabe.